Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Was ist mein Name von Deutsche Energievertrieb? Melde ich mich, spreche mit Herrn Sommer. Da ist ein Telefon, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Sommer. Es geht um Ihre aktuelle Stromjahr. Haben Sie die Unterlagen von die Vattenfall Energie bekommen? Ich habe gerade nur Piep gehört. Was haben Sie bitte gesagt? Haben Sie die Unterlagen von die Vattenfall Energie bekommen? Ich glaube, vor ein paar Wochen ist mal Post gekommen. Was ist? Habe ich vergessen zu antworten bei Ihnen? Okay, ist kein Problem, deshalb bin ich hier an die Leitung. Ah. Herr Sommer, Sie bekommen jetzt wieder eine neue Spartarife für den Strom. Und bei Ich Ihnen werden wir höre. gleich nochmal machen. Entschuldigung, ich höre dauernd Piepen bei Ihnen. Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen, wenn Sie immer auf Knöpfe drücken. So, können Sie mich jetzt besser hören, Herr Sommer? Ja, jetzt ist besser. Bitte auf keine Knöpfe mehr drücken, okay? Super. Es geht um Ihre Stromjahresabrechnung. Sie bekommen jetzt für den Strom Da? wieder einen günstigen Spartarif. Ach, wird Und da günstiger? wollten wir mit Ihnen nochmal bitte. Wird günstiger? Genau, Sie würden für den Strom weniger Oh, bezahlen. das ist doch gut. Das ist doch gut und das Super. freut mich. Und da wollten wir mit Ihnen erstmal den Vergleich nochmal machen. Da. Können Sie bitte einmal Ihre Stromjahresabrechnung nochmal nachschauen? Da brauchen wir Ihre Zählernummer und den Jahresverbrauch. Da, wenn ich Strom von Ihnen kriege, dann haben Sie, wissen Sie das doch alles. Ich müsste das jetzt extra raussuchen. Wie gesagt, als Datenschutz dürfen wir Ihre persönlichen Daten nicht speichern, Herr Sommer. Ha, Das aber wenn wissen Sie ja. ich habe Vertrag bei Ihnen und Sie dürfen meine Adresse nicht speichern? Was ist das denn komisch für Gesetzen? Wie gesagt, ich rufe Sie nicht von die Buchabteilung an, von Ah! die Tarifabteilung. Möchten Ah! Sie für den gleichen Verbrauch weniger bezahlen oder nicht? Natürlich, natürlich. Ich Ja, wollte nur dann holen Sie verstehen. Ihre Stromjahresabrechnung, damit wir den Vergleich machen können. Jawohl, jawohl. Ich werde gucken, muss meinen Ordner holen. Oh. Und wann wird günstiger? Der Arbeitspreis und der Grundpreis. Da, wann? Wann? April, Mai, morgen, gestern? Soweit Sie die Unterlagen nach Hause bekommen, nach 14 Tage. Da, okay. So, warte, ich glaube, ich habe das gefunden. Warten. So, was muss ich geben? Einmal Ihre Stromzählernummer und den genauen Jahresverbrauch brauche ich bitte. Da, Jahresverbrauch war 2376. Ja. Da, okay. Die Zählernummer? Da, das ist 914 Ja. 835 Ja. 200 Ja. 78. Super. Da. Wiederholen Sie bitte die Zählernummer nochmal. Da, 914 Ja. 835 Ja.200 78. So, was zahlen Sie denn jetzt aktuell monatlich im Abschlag für den Strom? Was bezahle ich für Ihr Strom? Ich glaube 63 Euro. 63 Euro ist das nicht. Sie Nicht? zahlen jetzt aktuell, einen Moment, monatlich im Abschlag 89 Euro. Das steht ja auch auf die Jahresabrechnung drauf. Ah, warte, dann ist das 63, glaube ich, Vergaß gewesen. Das Kann kann sein. sein. Das kann. Was soll ich Kontoauszug gucken? Oder ist mit 89 können Sie sehen? Wie gesagt, 89 Euro sehe ich hier, Ah, ob es okay. richtig ist oder nicht. Ja, und bei dem neuen Spartarif würden Sie statt 89 nur noch 79 zahlen. 10 Euro Sie weniger? bekommen wieder eine. Ja, reicht es nicht? Das ist super, ich freue mich. Das ist Ja. viel Geld für mich. So. Einen kleinen Moment bitte. Ich gebe es mal ganz kurz weiter. Da. Hallo, schönen guten Tag, Herr Sommer. Guten Tag. Sollmer ist mein Name. Ich bin der Vorgesetzte. Da, schön. Wie kann ich helfen? Genau. Und zwar, Sie verbrauchen 3.276 Kilowattstunden, ja? 2376.
Ach, 2300. Da. Okay, schauen wir mal kurz. Und was bezahlen Sie im Moment da für den Abschlag? Ich weiß nicht, der Kollege sagt 89 Euro steht bei Ihnen, bei meiner Kundenage da drinnen. Moment, hatten Sie 3376 gesagt oder 2000? 2000, 2376. Genau, der Kollege hat Sie, glaube ich, falsch verstanden. 3376, deswegen kommen Sie auf 79. Momentan, ah, ja? Da, genau. Genau, Sie verbrauchen 2376 Kilowattstunden. Einen Moment kann ich Ihnen sofort sagen. Momentan wird bei Ihnen, ja? Da. 65 Euro und 9 Cent abgenommen. Ah, da war ich mit. Da war ich doch gar nicht so falsch. Ich habe nämlich gesagt 63 und dann sagt Kollege, nein, bei meinem Kunden steht 89 und dann wollte ich nachgucken. Er hat sich falsch verstanden. Der hat gedacht 3376. Ah, okay. Deswegen. Ja, kann genau. Ja. Dann nicht, ist ja gut. Nein. Dann ist ja gut, dass Sie zufällig vorbeilaufen. Ich bin ja auch hier der Teamleiter, vorgesetzt. Ich kontrolliere ja auch alles. Ja, das finde ich gut. Fehler machen, oder? Finde ich sehr gut. Genau. Genau. Super. Und zwar, das ist ja bei Ihnen die Vattenfall, ja? Richtig. Bitte? Richtig. Genau. Die Vattenfall, die bleibt sowieso weiterhin ganz normal zuständig mit den Abwarten von den Leitungen und Ablesen von Ihrem Stromzähler, weil Ihr Zähler gehört ja der Vattenfall, ja? Ja, klar, ich will. Das ist das Einzige beim. Da? Genau, die Rechnung, die ändert sich. Also auf der Rechnung steht da nicht jetzt Vattenfall, sondern halt, wie gesagt, E.ON Lecke oder Batonova hat, welcher Tarif bei Ihrem Gebiet der optimal günstigste ist. Ha, wir. Und nicht verwechseln, Herr Sommer, ganz, ganz wichtig, nicht, dass Sie uns verwechseln. Wir sind kein Stromanbieter. Wir sind direkt von der Hauptzentrale der deutschen Energievertrieb. Wir vertreten die Strom- und Gasanbieter in Deutschland. Ja? Moment, da hat der Kollege... Der Kollege hat gesagt, ja, Sie sind ja schon lange Kunde bei uns, Strom wird billiger. Der hat gesagt, das ist mein Energiefirma. Ja, weil wir vertreten ja alle Anbieter in Deutschland, ja, die Stromanbieter. Ha, so, das komme ich. Genau, wir suchen für Sie den optimalsten, günstigsten Tarif raus. Da. Und lassen Ihnen das zukommen. Genau. Ah, aber, verstehe. Aber Vattenfall bleibt ganz normal zuständig mit für alle. Ja? Ah, nur wird nur billiger. Da. Genau, nur die Rechnung. Das ändert sich da nicht, weil sonst würden ja nicht Millionen von Menschen einfach verwechseln können. Ja? Da, ich habe keine Ahnung von sowas. Sie sind der Experte. Genau, deswegen. Weil wenn Sie jetzt sparen, ja, einen günstigen Tarif bekommen, genau, dann gucken wir, wenn Ihr Tarif zu Ende geht, melden wir uns nochmal und sagen, Herr Sommer, Ihr Tarif geht in 2 Monaten zu Ende, da haben wir wieder was Günstiges, so halten wir immer auf dem Laufen. Okay, genau. Also da, nur, dass ich richtig verstehe, gibt quasi von den ganzen Stromfirmen, die haben so ein so Management, das ist da bei Ihnen und Sie genau. Gucken für Menschen nach guten Tarife. Genau, weil normalerweise rufen die ja von den Anbietern einfach direkt an, ja? Ah, okay. Und das dürfen die ja nicht. Deswegen rufen wir ja von der Hauptzentrale an und gucken die Tarife immer nach. Ah, okay. Ja? Siehst du, wieder was gelernt und das am Freitagabend. Eigentlich wollte ich mich jetzt gerade betrinken, zum Glück habe ich noch nicht angefangen. Nein, hier geht es ja darum, wenn Sie sparen, ist ja klar, dann verdienen wir unser Brötchen und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Sie sparen. Ja? Da. Und ich sag mal 100 oder auch wenn es 50 Euro ist, es ist Geld. Und natürlich. Es ist besser in Ihrer Tasche aufgehoben. 50 genau. Euro Blätter sind 5 Flaschen Wodka. Ja, genau. Ist doch so, ist doch so. Oder irgendwas anderes Tolles. Das, warum will man das nicht weggeben? Genau, deswegen, weil es ist schade, Sie bezahlen fast 30 Cent pro Kilowatt, ja? 30 Cent. Da ist das viel? Ich kenne mich nicht aus. Ja, die rechnen ja nach dem Kilowattpreis, ja? Da. Beispiel, Sie bezahlen ja Abschläge. Der Grundpreis, der Kilowattpreis ist ja schon alles drin. Ach so. So. Wenn wir Ihnen jetzt einen Tarif zuschicken, zum Beispiel, hier bezahlen Sie jetzt 25,27 Cent. Das heißt, Sie sind 5 Cent pro Kilowatt immer günstiger. Also wenn der Scheibe sich einmal dreht, haben Sie 5 Cent gespart. Ja, das ist doch gut, weil weil dann kann ich ja rechnen, dass 2300 mal 5 Cent, oder nicht? Genau. Das ist ganz schön. Warte, ich muss mal Taschenrechner nehmen. Sprechen Sie ruhig weiter. Genau, Beispiel. Sie können ja ausrechnen, ja? Das mache ich gerade. 2376 mal 0,05. Das sind. Quatsch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Der sagt 1000 Euro, aber das kann ja nicht sein. Also, nein, bei dem Verbrauch, ich habe ja ein System hier, ja? Bei 2376 Kilowattstunden haben Sie bei der Leckerstromer hier. Leckerstrom? Leckerstrom, den Tarif.
Da. Genau, da sparen Sie genau 109,72 € bei demselben Verbrauch. Im Monat? Nein, nein, im Jahr. Ach so. Genau. Im Jahr sind Sie dann 109,92 € günstiger. Weil eben hat der Kollege gesagt, kann ich 10 € beim Monat sparen. Das ist ja aber nicht 10 € beim Monat. Ja, und 9 Euro noch was. Ja, Moment, ich sage Ihnen sofort. Ach Eine so. Minute Weil kostet das kann ich so gut 100. rechnen. Ich hab da keine Kein Ahnung. Problem. 149, 12. Das sind 9,08 € pro Monat, was Sie weniger bezahlen. Das Und das ist macht im ja. Jahr dann 109,92 €. Das ist ja auch nicht gerade Ja? wenig. Ich freue mich. Vielen Dank. Ja, sicher. Sicherlich. Und das Schöne ist, Sie müssen auch nichts machen. Das kostet Sie nichts. Das alles machen wir für Sie. Das ist super. Genau. Und was ich dafür natürlich brauche, wie gesagt, einmal die Zählernummer und die Kundennummer. Die Kunden steht aber noch auf der Rechnung drauf. Da, aber warte mal, wenn ich jetzt bin ich ja bei Vattenfall, wenn jetzt so anderes wo günstiger ist, machen die euch keine Probleme, weil ihr denen Kunden woanders hingebt? Oder so muss das so Nein, sein? nein. Ich schicke ja die Unterlagen ja zu Vattenfall, ja? Da. Und sagt zu Vattenfall, dass der Herr Sommer, ja, einen günstigeren Tarif hat bei Leckerstrom. Ja? Die müssen nur Bescheid wissen, weil die kommen ja ganz normal ablesen, ja? Da, richtig. Vattenfall kommt ablesen, schreibt auf und schickt das der Leckerstrom und dann kriegen sie die Rechnung. Das ist Ah! alles unter der Kontrolle von Vattenfall. Ja, weil sie ja in Berlin wohnen, ist Vattenfall zuständig. Natürlich, klar, Blöd. Genau. Wie gesagt, dann können wir das hier alles für Sie fertig machen, schriftlich alles zuschicken, ja? Da, und Und ab zu Hause wie haben lange Sie nochmal dauert 14 das? Tage Widerrufsrecht. Wie lange dauert Bitte? dann, bis ich günstiger Strom habe? Wie lange haben Sie den letzten Vertrag dann abgeschlossen? Für ein Jahr? Oh, Zwei keine Jahre? Ahnung, das ist irgendwann so, glaube bei einem Jahr ist das gewesen, vor einem Jahr, wo Ah, hat. dann ist das kein Problem. Zwischen 2 bis 4 Wochen haben wir sie dann umgestellt auf den günstigen Spartarif. So schnell geht das. Klar, das geht ganz schnell. Ich bin beeindruckt. Aber Sie haben ja so ein Sonder genau, ich meine, die viele wissen das ja nicht, aber Bürger haben ja, wie gesagt, ein Sonderkündigungsrecht, ja. Wenn sie was Günstigeres finden, können die dann auf den Tarif gehen. Ist ja ein Problem. Ach so, das heißt, dann müssen die mich gehen lassen. Nein, nee, das ist kein Problem, weil die Vattenfall ist ja sowieso, wenn Sie beispielsweise wieder wechseln oder nicht mehr wechseln wollen, sind Sie ja wieder ganz normal vom Vattenfall geliefert. Aber nehmen die Aber mich dann auch noch, wenn ich jetzt bei denen kündige, nicht, dass die dann sagen, verpiss dich zu mir? nein, weil die Leckerstrom, ja, Da. die hat ja die Leitungen von Vattenfall ja gemietet, Okay. damit sie günstigen Spaß, also den Tarif bekommen. Nicht verstehe. Aber die Zählergebühr, den Grundpreis, den bezahlen Sie ganz normal an Vattenfall, ist ja klar. Aber das Ach ist ja in so. den Abschlägen schon mit drin. Da. Interessant, wie das Genau. alles funktioniert. Ja. Man Genau, lernt deswegen nicht machen wir hier aus. alles fertig, damit Sie alles schriftlich nach Hause bekommen und alles durchlesen können. Finde ich cool. Finde ich richtig geil. Ja. Hallo? Ja, gucken Sie gerade auf Ihre Rechnung, oder? Herr Sommer? Da, der Kollege hat gesagt, soll ich das holen? Ich habe gefunden, vorhin. Ja, okay, super. Herr Sommer, Da. ich gebe kurz Kollegen weiter, dann können Sie die Angaben geben, ja? Ich Aber bin in ne, der Nähe, die na, na, na. Zusammenfassung machen. Machen Sie das mal bitte weiter, nicht, dass der das wieder falsch versteht und dann kriege ich große Rechnung. Okay. Oder Ich mach vertrauen Sie, oder weiter. ist der Kollege neu? Okay, ist kein Problem. Ist Kollege neu bei Ich Ihnen? mach das weiter. Ist das Kollege neu Ja, bei ja, Sie? ja. Ach so, ja dann, wenn Ja, Sie zuhören, dann okay, weil der soll ja lernen. deswegen, ich habe ihm gesagt, setz dich jetzt neben mich und hör mir zu. Aber das mache ich bei Firma auch immer so, weil die Neuen, die müssen ja Ja. lernen. Aber wenn Sie zuhören, ist okay. Genau, die müssen ja hier, wir müssen sehr viel achten hier, dass sie keinen Fehler machen. Ach so, weil der hat gar nicht gesagt, weil normal, wenn ich irgendwo anrufe, dann sagen die, ja, Gespräch kann zu Schulungszwecken mitgehört werden. Das hat Kollege gar nicht gesagt. Ach so, ja, richtig. Ach so. Aber wie gesagt, Gott sei Dank bin ich ja im Hof, also im Feld. Im Das ist Hof ja, wir sind ja hier sitzen Sie bei uns draußen bei Deutschen dem immer. kalten Wetter? Nee, wir sind drinnen im Büro, Gott sei Ah, Dank. ist gut, wo ist Callcenter bei Ihnen? Bei uns ist das in München, In München. Hauptzentrale. Ist da auch so viel Schnee Genau. wie hier oben? Ja, geht auch, ja. Ist nicht so viel Auch geworden? kalt, aber kalt. Kalt? Ja, natürlich, klar ist Ja, Winter. Haha. trockene Kälte ist da, aber trockene Kälte Na, das ist ja auch in Ordnung. Solange nicht so viel Schnee immer kommt, das Zug kann nicht fahren, das Telefonleitung Genau, geht das kaputt.
Genau, das ist wichtig, das Rest ist egal. Erben. Man muss damit leben können. Genau. Da. Herr Sommer, Sie haben ja die Rechnung jetzt geholt gehabt, ne? Das ist richtig. Genau. Da steht ja vorne Vertragskonto oder Kundennummer. Da. Hallo? Auf der ersten Seite oben muss er stehen. Vertragskonto. Da wollte sie mir jetzt Kollege wiedergeben, ich warte. Nee, ich mach weiter. Oh, der muss das doch lernen. Okay, dann gebe ich mal weiter, ja. Danke. Okay, ist kein Problem. Dankeschön. Ich bin in der Nähe. Okay. Ja, bitte. Einen Moment. Bitte. Okay. So, Herr Sommer, ich bin's wieder. Ach, ich wollte Ihnen keine Probleme machen. Das tut mir leid. Haben Sie jetzt hoffentlich keine Probleme mit Chef? Nein, um Gottes Willen. Ich bin noch neu, deshalb hat der noch nichts gesagt. Ach so, wie lange Sie da schon arbeiten? Ich bin seit 2 Wochen hier am Arbeiten. Seit 2 Wochen? Der sitzt seit 2 Wochen daneben? Da würde ich mir belästigt vorkommen. Ich würde es aber auch jetzt schaffen, auf jeden Fall. Sie haben ja die Rechnung vorhin. Können Sie mir bitte einmal Ihre Kundennummer nochmal durchgeben? Da, oder das... den Vertragskontonummer? Ja, einen welches von beiden. Denn jetzt? Kundennummer wäre besser. Kundennummer? Ja, 914. 914, ja. AG35. Ja. 200. Ja. 78. Super. Da. So, dann trage ich das mal hier so rein. So, mit dem Strom hat der Vorgesetzte Ihnen die Preise gewählt, ja? Weißt du, wir haben so viel gesprochen, ich weiß gar nicht mehr. Okay, schreiben Sie das bitte mit. Ja, warte, muss ich Zettel holen? Warte, andere Zettel schon vollgeschrieben. Wie lange musst du heute arbeiten, Blair? Bis 18 Uhr sind wir am Arbeiten. Ah, guck mal, dann haben wir ja noch Zeit, weil ich bin langsam bei Schreiben. Das ist kein Problem, schauen Sie im Wohnen. So, ich habe Zettel, was soll ich schreiben? So, zu den Strom würden Sie bei den neuen Spartarif nur noch 50 Euro zahlen. 50? 50 Euro und 2 Cent. Ach, zwei. Warte, jetzt muss ich wieder neu aufschreiben. 50,02. Okay. Ja. Okay, jetzt brauche ich bitte nochmal Ihre Gaszählernummer. Wir haben doch von Strom gesprochen, oder nicht? Okay, für den Strom sind wir schon fertig. Ach, wird Gas auch günstiger? Natürlich. Blöd. Das ist wir alle beide in eine Rechnung. Weil das ist den teuerste, glaube ich, überhaupt. Und wie viel günstiger wird Gas? Wie viel günstiger wird Gas werden? Wie viel günstiger? Wenn Sie mir Ihren Jahresverbrauch sagen könnten, kann ich das hier nochmal abrechnen. Oh, da muss ich jetzt wieder suchen, weil ich wollte ja nur Strom haben. Da muss ich Ordnung nehmen. Ich sage Ihnen mal so, pro Kilowattstunde bezahlen Sie jetzt für den Gas 8,07 Cent. Und bei den neuen Spartarif würden Sie nicht mehr 8,07, nur noch 4,99 Cent zahlen. Das ist ja fast der Hälfte. Ja, da haben Sie wieder eine Ersparnis von, wie gesagt, über 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ja fast die Hälfte, Blech. Hier ist gefunden 11.200 bei Gas, weil wir haben Heizung. Mhm. Wie hoch war Ihr Jahresverbrauch, haben Sie nochmal gesagt? 11.200. Okay, schaue ich mal kurz nach. So, und was zahlen Sie jetzt aktuell für den Erdgas? Na, kann ich gerade nicht finden. Da steht nur Verbrauch, das andere ist Kaffeefleck drauf. Da haben Sie auch eine Ersparnis. Kleinen Moment. Monatlich im Abschlag würden Sie 56 Euro zahlen. Da haben Sie auch eine Ersparnis von 101 Euro und 16 Cent. Für den gleichen Verbrauch. Blöd, da spare ich ja 120 Euro, 220 Euro im Jahr mit euch. Genau, für Strom und Gas. Ist doch geile Nummer, Blöd. Warum klingst du so traurig? Ist harter Arbeitstag gewesen? Musst du mal ein bisschen lachen. Okay.
Ist einfach so, die Kunden, das kann ich dir vielleicht einen Tipp geben, weil ich bin bei Inkasso. Ich muss auch immer freundlich zu Leuten sein. Weißt du, wenn du hast du eine Lachen bei die Stimme, dann Menschen auch kaufen. Wenn du so redest, als wäre gerade ein Hamster gestorben, dann will niemand bei dir kaufen. Dankeschön erstmal. Das ist so. Kannst du deine Teamleiter fragen, der wird es bestätigen. Vielleicht kann ich bei euch arbeiten und Menschen das beibringen, wie man ist freundlich zu Menschen am Telefon. Der Kunde sagt gerade, der will auch bei uns arbeiten. Ja, gib mir mal Manager. Ich gebe sie mal ganz kurz nochmal. Da. So, Herr Sommer. Hallo. Ich habe gerade zu dem Da bin Kollegen ich. gesagt, der muss mal ein bisschen lachen bei Telefonieren. Weißt, das kauft doch keiner bei euch, wenn der redet, als wäre sein Hamster gestorben. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Ja, die sind ja müde geworden. Seit 8 Stunden sind die immer am Telefonieren. Ja, Blatt, gebt ihr Das denen kenne kein ich aber Essen und Trinken? Ist das bei euch wie in Nordkorea? Sitzen die bei Gefängniszellen? Nein. Die haben immer 1 Stunde haben die Dings, Essenspause. Eine Und Stunde? immer Aber. 15 Minuten, immer 15 Minuten haben die Zigarettenpause. Aber dann Ah, schon Pause. aber die müssen nicht in Stern essen, die haben einen Tisch zu sitzen, da? Ja, die kriegen ja so eine Karte, Essenskarte, ja. Da Da. können damit essen. Ah, oh, was gibt's zu essen bei euch? Also unser Karten, ja, was Da. wir bekommen, das sind so Multinet-Karten, wo wir da einkaufen oder essen können im Restaurant halt. Ah, und was gibt bei eurem Restaurant zu essen? Vielleicht will ich wirklich mal angucken kommen, weil das klingt nach guter Arbeit. Also nee, da kannst du aussuchen, Pizza, mir aus, was weiß ich jetzt, mehrere Sachen kann man damit machen. Also verschiedene. Da, Man kann wo? da mit der Karte essen, wo man will, Ach sagen wir mal so, so. muss ich nicht bei eigenem Genau. Restaurant von Firma gehen? Nein. Sie können da essen, wo Sie wollen, weil das überall gültig ist. Kannst du Ist die noch? Kreditkarte, was wir bekommen? Ach, Kreditkarte, okay. Genau. Aber nicht Das ist extra für von. Essen nur. Ah, Kreditkarte für Essen, das ist coole Erfindung. Kannst du Genau. noch Teamleiter brauchen, Ja. Blade? Ich bringe deine Leute bei, wie man gut umgeht mit Kunden. Klar, Da, warum nicht? wo muss ich hinkommen? Das ist bei der DEV, Deutsche Energievertrieb in München. München? Ja, München. Ist Schaban heute auch da bei Callcenter? Bitte? Ist Schaban da? Schaban. Schaban Baran, ist der da? Baran, was haben wir mit Scharan Baran zu tun? Das ist doch Scharan euer Baran haben wir Chef. nichts zu Kann ich den tun. mal sprechen? Ich wollte mich bewerben dann. Unser Chef, Scharan Baran, ist Natürlich, nicht unser Vlad. Chef. Natürlich, Vlad. Ihr benutzt Nein. doch die gleiche Masche, mit der dieser Typ berühmt geworden ist. Das ganze Ja, Sie Gespräch, verwechseln, glaube ich. alles, was ihr erzählt habt. Moment. Oh. Scharan Baran ist erstens mal nicht hier in Deutschland, sondern in Türkei. Ja, da sitzt ihr doch auch, Ja? Blöd. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch keine Lügen. Du hast mich ganze Gespräch Warum soll ich denn angelogen. Lügen Sei erzählen? jetzt. Warum habe ich, muss ich schuldig hier, damit ich irgendwas Das sehe? ganze Also, Gespräch soll ich war die eine ganze. Lüge. Dann sei jetzt ehrlich zu mir, Blöd. Ach so. Und Sie haben Langeweile oder was? Nö, ich habe keine Langeweile. Ich nehme Ja, Sie haben Beruf. Langeweile. Sie sagen zu mir einfach, Sie arbeiten mit Scharan Baran, das ist die gleiche Masche. Was soll das? Ja, die ist doch so. Guck Sie mal, die sind hat von der mich die ganze. DEV. Überleg alleine mal, was du zu mir gesagt hast, dass ihr im Auftrag von allen Ja. Energiefirmen arbeitet, Blade. Ihr arbeitet auf Ja. Provisionsbasis und vermittelt den, der am meisten bezahlt. Ihr lügt die Menschen an in dem Moment, wo die den Hörer abnehmen. Warum sollen wir sie dann anlügen? Die Um kriegen doch Geld alles zu glücklich nach verdienen. Hause. Um Geld zu Ja. verdienen. Ganz einfache Warum? Nee, Sache. das ist eine Masche. Natürlich. Nein, das ist keine Masche oder sonst was. Natürlich ist das Passen Sie eine mal auf. Masche. Google mal deine Das eigene ist eine Telefonnummer. Schwätzerei von Spiegel TV. Natürlich, Spiegel TV ist Ja? schuld. Bist du doch bei Ja, Schaban? Spiegel TV, genau. Genauso wie die gegen Erdogan so scheiß Lügen erzählen, erzählen die das genauso wie bei Bayern auch. Ist Erdogan der Ja? Schutzpatron der Callcenter? Nee, ich meine, Nicht. so reden die über links, über Erdogan meistens. Um Erdogan geht's Ja? jetzt aber gar Spiegel nicht. TV macht den doch nur schlecht. Na, weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Die interessieren mich nur für Callcenter, die Menschen anlügen. Erdogan ist mir egal. Was interessiert dich denn am Konzert dann? Na, mich interessiert das, die Zeit von den Leuten zu verschwenden und das anderen zu zeigen, damit die nicht darauf reinfallen. Kannst du mir Schaban mal geben? Kann ich Interview haben? Also mal. Gib mir mal Schaban, ich will Interview haben. Sie möchten ein Interview haben? Da, gib mir Schaban, Blät. Dabei. Dabei? Dabei. Dabei? Ich kann es leider nicht auf Türkisch sagen, aber dabei heißt mach hin, mach schneller. Was Mach heißt das auf schneller, bitte Türkisch? befähigt.
Was heißt, mach schneller auf Türkisch, was heißt das? Okay, dann musst du aber erstmal Deutsch lernen, dann können wir gerne weiter unterhalten. Ich glaube, Nur mein Deutsch ist ein besser als deine. Bitte? Ich glaube, mein Deutsch ist 10-mal besser als deine. Ja, siehst du, das ist der Unterschied. Du glaubst, ich weiß es aber, ja? Also, wir brauchen gar nicht weiter zu unterhalten. Wenn du Schabanbaran sehen möchtest, musst du in die Türkei fliegen nach Istanbul. Wenn du die Eier hast, dann kriegst du ihn auch, ja? Da bist du dann auch da, leckst du ihm die Füße? Ja, natürlich lecke ich ihm die Füße, aber ich bin kein Angsthase wie du. Dann flieg doch mal nach Istanbul. Ja, und dann treffe ich euch auch alle Was von ist der los? türkischen Flieg doch nach Callcenter Istanbul. Mafia Wo ist Plan. dein Problem? Mein Wo Problem ist ist, dein dass Problem? Ich ihr. lecke seine Füße, aber Ja, kannst du die Eier haben, dass du vor ihm stehst? da, ich glaube, das ist mir die Zeit Ja? nicht wert, mit so einem Betrüger zu reden. Die Zeit nicht wert. Also, aber für Reportage ist es dir Zeit wert, ja? Für was Also, bitte? Für was schau mal. bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Was Aus hast du gesagt? Kreuzberg, Berlin, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du irgend so ein Hartz-IV-Empfänger bist, habe ich kein Problem. Ich wünsche dir aber trotz allem einen schönen Abend, ja? Ja, ich hoffe, Erdogan bringt Und euch alle schau ins mal, Gefängnis. es gibt Schule, es gibt Nachhilfeunterrichten, ja? Wenn du dorthin gehst, ist kostenfrei, das gibt dir die Papastadt aus Deutschland, damit du ein bisschen Deutsch lernst, Soll ein ich? bisschen, nicht viel. Ja, aber Das würde dir ausreichen, ich muss ja? dir noch Ich wünsche dir noch einen Geständnis. schönen Abend. Darf ich dir noch Du Geständnis brauchst mir kein machen? Geständnis. Dein Leben interessiert mich nicht. Dein Geständnis interessiert mich auch nicht. Du Ich bist wünsche dir live. noch einen schönen Du bist Abend. live auf YouTube, du Bastard, Blöd. Willst du was sagen zu 10.000 Zuhörern? Schaban, wo bist du? Komm her. YouTube lebt Schaban, da la 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 la. Spiegel TV live, Dimitri Sondersendung. Live mit Callcenter in Istanbul verbunden, die jetzt Hosen voll haben und nicht mehr antworten. Hallo, Blät. Bist du nicht mehr in der Lage, Telefon richtig aufzuhängen? Willst mir aber erzählen, ich soll Deutsch lernen, Blät. Kannst nicht einen Satz gerade sprechen. Leg Telefon auf oder rede mit mir. Hallo, Schaban, wo bist du? Hallo. Mal gucken, jetzt kann der, solange ich in der Leitung bin, können die niemand anderen anrufen. Mal gucken, wann denen das auffällt. Der Neue hat jetzt ja auch schönen Eindruck von dem Callcenter da. Mal gucken. Die checken jetzt bestimmt gerade auf YouTube, wo ist Livestream, wo ist Livestream? Mal gucken, ob die finden. Vielleicht schreibt er gleich ein paar Kommentaren. Ja, Leute, das ist wirklich live, blöd. Hallo, Schaban, wo bist du? Die haben Headset lautlos gestellt. Aber Verbindung ist immer noch da. Dauert ungefähr noch 2 Minuten, dann sind wir bei denen im Computer drinnen. Mein Techniker arbeitet dran. Und dann werden wir die ganzen Daten von da nehmen und dann finden wir raus, wo die sitzen. Die Verbindung noch 1 Minute halten und wenn die so blöde sind, und dann haben wir IP-Adressen und alles. Da? Ja, mach ich. Schaban, geh ans Telefon. Nimm Schnuller raus, sprich mit mir. Hallo, kleine Vögelein. Na komm schon, lass dir Eier wachsen und rede mit mir. Ich habe ganze Abend Zeit, blöd. Das ganze Callcenter um Headset versammelt mit Schwanz in der Hand und freuen sich darüber, dass König Dimitri angerufen hat. Hallo, Blöd. Höre dich atmen, rede mit mir, du Feigling.